Ja, hallo liebe Dortmarker, willkommen zurück im neuen Video. Ich freue mich, ihr freut euch. Der Sommer oder der Frühling ist jetzt endlich da. Die Strecken machen auf für Gastfahrer, die Sonne scheint und endlich können wir wieder geil trainieren. Neue Saison steht an, das heißt natürlich, ihr und ich, wir wollen mit einem richtig geilen Style in die neue Saison starten. Und da möchte ich euch gerne in diesem Video was vorstellen. Ich habe was ganz Heißes für 2022 von Raven. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, der Trainingstag hier in Allendorf neigt sich so langsam dem Ende hinzu. Zeit für ein Fazit. Also ich hatte ja jetzt heute die Möglichkeit, die neue Air-Kollektion von Raven zu testen. Und da will ich mich kurz halten und mal kurz meinen ersten Eindruck von der Kollektion euch mitteilen. Fangen wir einfach mal oben an, den Helm. Den Helm fahre ich tatsächlich jetzt schon etwas länger. Da muss ich echt sagen, ich war überrascht, wie gut die Passform ist. Also auch wenn die Polster jetzt hier erstmal augenscheinlich ziemlich dünn aussehen, sind sehr bequem, lassen sich super herausnehmen zum Waschen. Und wenn der Sitz, wenn der Helm einmal sitzt, dann wackelt da gar nichts. Das ist echt geil. Große Plus ist natürlich, durch die Carbon-Bauweise ist der mega leicht. Wir haben hier 950 Gramm. Das merkt man überhaupt nicht. Gute Belüftung, also wir haben hier viele Belüftungsöffnungen. Geile Belüftung. Ich habe das in Kroatien, hatte ich den zum ersten Mal auf. Da habe ich es gemerkt, da hat man ja wirklich mehrere Stunden lang den Helm auf. Ich hatte immer stets einen kühlen Kopf. Und es passt einfach. Also wirklich ein sehr preiswerter, sehr guter, durchdachter Helm von Raven. Unbedingt mal abchecken. Auf jeden Fall meine Empfehlung. Dann geht es weiter zu der Brille. Hier die Raven Sniper. Was soll man groß zu einer Brille sagen? Also eckige Bauweise, so kennt ihr es, hat auch die Konkurrenz. Was mir sehr gut gefallen hat, war tatsächlich das blaue getönte Glas.
Gerade heute hier in Allendorf hat man oftmals das Problem, gerade im Frühjahr oder im Herbst, die Sonne steht relativ tief und blendet. Hier mit der Brille ist man da bestens aufgehoben und es hat mir echt gut gefallen. Der Schaum ist angenehm, drückt nirgendwo, also auch der Schweiß. Ich hatte keinen Schweiß jetzt hier in den Augen, also da gibt es auf jeden Fall auch nichts zu meckern im ersten Speedcheck. Weiter geht's mit den Handschuhen. Passen, arbeiten gut. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, ich bin Fan davon, von sehr dünnen Handschuhen, weil ich das gern mag, den direkten Kontakt zum Lenker. Der Klettverschluss erfüllt seinen Zweck, da löst sich gar nichts. Wir haben hier in den Fingerkuppen noch eine Verstärkung. Hier bei den wichtigen Finger, Zeigefinger und Mittelfinger, die Raven Air Linie noch eingraviert mit dem Gummi, damit man noch mal ein bisschen besseren Grip am Hebel hat. Verstärkung hier zwischen Zeigefinger und Daumen, finde ich auch sehr sinnvoll, weil das ist ja doch, man sieht es hier auch schon, hier ist schon schwarz, das ist wirklich eine sehr, sehr enorme oder intensive Stelle für die Hand und das passt wirklich super. Shirt, Leute, Belüftung pur. Also wenn man das einmal anhat, hier das Air-Kollektion, man merkt es überhaupt nicht mehr am Körper. Gerade heute, es war relativ warm, es war richtig schön angenehm. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Es ist richtig schön belüftet, es passt, der Schnitt ist gut. Es ist, an den Oberarmen ist es doch ein bisschen enger. Generell ist es auch wirklich ein bisschen enger. Also vielleicht, wenn ihr ein Shirt kaufen wollt, überlegt es euch vielleicht eine Nummer größer zu nehmen. Ich würde es tatsächlich jetzt auch eine Nummer größer nehmen, aber das ist natürlich Geschmackssache. An sich, Design finde ich super cool. Wie gesagt, es gibt verschiedene Muster oder Farben. Ich habe mich jetzt für das Rote entschieden, was ich eigentlich ganz cool finde. Knallig, das passt. Kurz noch was zur Hose. Hose, genau das gleiche wie das Jersey. Super geile Passform, aber sehr, sehr dünn. Also das muss ich tatsächlich sagen, für den Motocross-Bereich auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Es liegt richtig schön an. Das Gute ist, durch den engen Schnitt werden eure Orthesen nochmal besser geschützt, also sprich an die richtige Position gehalten. Das ist mir direkt aufgefallen und das finde ich sehr, sehr geil. Das passt auf jeden Fall. Vom Design auch. Wir haben jetzt hier Reißverschluss mit dem Clipverschluss. Macht überhaupt keine Probleme. Alles so, wie es sein sollte. Also das finde ich echt gut. Also generell kann ich wirklich sagen, ich stelle mich nochmal auf. Einmal von oben nach unten. Das passt. Also, das war nur ein kleiner Preview. Den vollen Text oder den vollen ausführlichen Bericht gibt es natürlich dann im Printmagazin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar. Checkt unbedingt mal 24MX aus. Wirklich, Preis-Leistung nach meinem ersten Test, das passt. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Raven Air Kollektion für die warmen Tage jetzt hier im Sommer 2022. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt.